Guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Woche unserer Webinarserie Tragwerksplanung mit der MBWorks Suite 2021. Ich begrüße Sie aus einem verschneiten Kaiserslautern. Heute Nacht gab es Eisregen, heute Morgen einen Schneesturm. Und jetzt sind wir aber froh, dass alle Mitarbeiter pünktlich erschienen sind und wir ja in die dritte Woche dieser Webinarserie starten können. Wir haben vor zwei Wochen jetzt schon her begonnen mit einem Projekt, das wir Ihnen vorstellen wollen, haben uns das Projekt angeschaut in der Arbeitsvorbereitung, haben überlegt, wie können wir dieses Projekt jetzt entsprechend unserer Beauftragung bis in die Ausführungsplanung bearbeiten. Dann sind wir eingestiegen in die Entwurfsplanung. Wir haben den Struktureditor kennengelernt und mit ihm das Thema BIM in der Tragwerksplanung. BIM, eben diese Building Information Modeling Methode, mit der wir digital dieses Gebäude durch alle Leistungsphasen begleiten werden. Und entsprechend haben wir am Ende der Entwurfsplanung unsere Änderungen nicht nur als Statikdokument, als Plan an den Auftraggeber, an den Architekten übermittelt, sondern wir haben unsere Planungsinhalte auch dann digital in diesem BIM-Projekt eingepflegt und dann als Fachmodell eben zur Verfügung gestellt. Und mit jeder neuen Phase, mit jeder neuen Arbeitsschritt erhalten wir dann ein überarbeitetes BIM-Projekt, eine neue IFC-Datei und wir können die Änderungen erkennen zwischen unserem letzten Planungsstand und dem, was für den Architekten dann noch wichtig wurde, was er von unseren Änderungen übernommen hat oder was er dann in Abwägung mit anderen Änderungen doch nochmal ganz neu festgelegt hat. So war das auch mit der Ausführungsplanung. Auch da bekamen wir wieder ein neues IFC-Modell, haben das kontrolliert, haben geschaut, was müssen wir jetzt an unserem Modell, an unserer bisherigen Arbeitsweise nochmal überarbeiten. Und so war der Planungsstand letzte Woche am Donnerstag, dass wir aus dem Gebäudemodell sehr einfach die Schalplanung dann ableiten konnten. Und wir haben begonnen mit der Bewährungsplanung. Es musste ein Bewährungsmodell entstehen, dass wir in unsere Bauteile eben die erforderliche Bewährung, die wir eben ausgerechnet haben, dann eingelegt wird, wirklich als 3D-Körper und dass wir alle konstruktiven Regeln dann auch berücksichtigen. Und jetzt ist das Modell fertig, dass wir auch daraus wieder ganz konventionell einen Bewährungsplan erstellen können mit Stahlliste, mit Biegeformen, mit den ganzen Schriftfeldern, die wir so kennen, Auszüge und so weiter. Das wird jetzt die Aufgabe sein des nächsten Vortrages. Und dann wird sich auch wieder anschließen, dass wir dieses Bewährungsmodell in einer geeigneten Form als BIM-Fachmodell dem Architekten zur Verfügung stellen. Das werden wir auf zwei Arten machen. Einmal über einen ganz einfachen Ansatz, dass wir einfach den Bewährungsgehalt in das jeweilige Bauteil eintragen. Und zum anderen, dass wir wirklich ein 3D-Modell übermitteln. Und dann kann der Architekt damit Kollisionsprüfungen durchführen mit der TGA-Planung, mit seinem Durchbruch- und Schlitzplan und so weiter. Das werden wir alles sehen heute. Und wir beginnen jetzt mit einem Vortrag von Kurt Graz, Bewährungspläne erstellen. Bitte schön. Nach meinem letzten Vortrag am Donnerstag habe ich erfahren, dass wir sehr aufmerksame Teilnehmer hatten. Und aus dem Chatbereich habe ich dann erfahren, dass ich offensichtlich ein kleines Problem hatte bei der Platzierung von einzelnen Dübelleisten in meinem Modell. Das können wir jetzt hier in diesem Modell auch gerade noch sehen. Die sind nicht an der richtigen Position. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal, bevor ich in die Erstellung von den Plänen halt einsteige, auch nochmal kurz korrigieren. Dazu öffne ich mir nochmal die Sichten aus dem Erdgeschossbereich. Dort habe ich die Dübelleisten halt eingebaut. Wir sehen das jetzt. Ich gehe mal in die untere Lage halt rein, wechsle meine untere Lage, wechsle mal eben gerade die aktive Folie. So, und es geht da im Wesentlichen ja um diese Leiste. Das haben wir eben gerade in der Visualisierungssicht vielleicht gerade erkennen können. Die möchte ich jetzt nochmal löschen. Ja, die liegen ganz außerhalb. Die packen wir mal weg. Und ja, damit möchte ich das Ganze nochmal ergänzen. Ich starte zunächst einmal mit der Übernahme aus der Baustatik. Das war die Position 7, das sind ja die Randstützen. Da haben wir also eine einzige Statikposition vorliegen. Ich kann das jetzt hier nach draufsicht gerade entsprechend nochmal drehen. Und ich wechsle in die 3D-Darstellung und kann dann meine Dübelleisten jetzt an der Stelle entsprechend positionieren. Ja.
Ja, das klappt heute offensichtlich besser als letzte Woche Donnerstag. Das machen wir für die äußeren Randstützen. Ich schalte jetzt wieder oben in die Draufsicht. Hier oben haben wir auch noch zwei Randstützen. Da muss ich zunächst einmal die Ausrichtung noch mal kurz ändern. Ich wechsle auch hier noch mal in die 3D-Darstellung und starte die Bewegung noch mal neu. Das sind ja so die Möglichkeiten, die wir da halt haben. Ja, das sieht mir auch nicht richtig aus. Also scheinbar stellen die mir so einen kleinen Haken hier. Ich starte es jetzt nochmal. Also ich drehe das jetzt nochmal richtig rum. So, und jetzt wechsle ich in die 3D-Darstellung. Ah, ich muss natürlich auch in der richtigen Sicht sein. So. Ich mache das jetzt mal anders. Ich platziere das jetzt mal in der Draufsicht, damit das auch richtig funktioniert. So, das wäre die eine Dübelleiste. Die können wir dann in einer Schnittsicht von der Lage her positionieren. Und dann machen wir die andere Dübelleiste auch nochmal in die Position an die Stelle. So. Okay. Und ergänzend vielleicht hier auch nochmal die Dübelleiste auf der Seite. Auch die platziere ich in einer Schnittsicht von der Höhenlage her. Und ja, das ist sozusagen live. Nehmen wir die nochmal zum Abschluss und dann habe ich, glaube ich, alles vollständig. Ja. Ja, die Maus, die springt mir jetzt so ein bisschen durch die Gegend rum. Okay, gut, damit habe ich das, was ich am Donnerstag gerade übersehen habe, noch geändert. Und jetzt möchte ich in die eigentliche Planerstellung einsteigen. Dazu wechsle ich jetzt wieder die Bearbeitungssichten. Ich gehe mal auf rechte Maustaste, öffne jetzt. Ja, das war die falsche. Diesen Ordner öffne ich alle Sichten. Da möchte ich im Wesentlichen diese drei Sichten, die Visualisierungssicht, die minimiere ich mal. Stichwort Sichttyp, das sind jetzt aus meiner Sicht sind das ja keine Bearbeitungssichten mehr jetzt, sondern das sind Planteilsichten. Das sind Sichten, die auf dem Planteil dann abgelegt werden. Und ich beginne mal mit der unteren Lage. Ja, bevor ich mit der Beschriftung anfange, ist das erste Thema eigentlich zu überprüfen, ob jetzt in den einzelnen Sichten, wo in diesem Fall die untere Lage dargestellt wird, in dieser Sicht wird die obere Lage dargestellt, ob dort auch wirklich alle Verlegungen, die dort vorgesehen sind, richtig dargestellt werden. Eine ganz hilfreiche erste Methode, um das rauszufinden, ist, indem wir hier den Selektionsfilter mal aufmachen. Hier passiert nämlich Folgendes, hier werden alle Kategorien, die in der aktiven Sicht zu sehen sind, sichtbar sind, halt aufgeführt. Und da kann ich einen ersten Check machen, beispielsweise bei den Matten, da taucht der Begriff bei der Kategorie Matteplatte unten auf. Wir haben dann bei Stabstahl auch unten halt hier sichtbar, also hier darf jetzt eigentlich rein theoretisch nichts mit der Kategorie oben auftauchen, aber wir haben hier eine Kategorie Standard 1. Ist so ein bisschen verdächtig. Die wähle ich jetzt mal halt aus und drücke mal auf diese Schaltfläche und da werden mir jetzt Bauteile angezeigt, Bewährungsverlegungen angezeigt, die dieser Kategorie zugehörig sind. Und da kontrolliere ich jetzt mal, ob das tatsächlich auch korrekt ist. Es geht hier einmal um diesen Balkenbereich und zur Kontrolle öffne ich jetzt nochmal eine Visualisierungssicht. Die habe ich am Donnerstag ja vorbereitet. Da geht es ja um diese Eisen hier, um diesen Bereich geht es da. Ja, und wenn ich jetzt mal die obere Lage hier von Balken anklicke und mir die Kategorie anschaue, dann sehen wir, dass da Standard 1 steht und das kann ich jetzt für meine Planerstellung entsprechend ändern. Also das wäre dann die Kategorie Stabstahlplatte unten. Wir sind ja in der Sicht, ich bearbeite gerade die Sicht unten, aber die obere Lage, die möchte ich der Kategorie oben zuordnen. Und die untere Lage, ja, ich muss jetzt hier den Markierungsfilter gerade mal eben wechseln. Ja, dann möchte ich jetzt alles markieren können. So, die untere Lage bekommt die Kategorie
Stabstahlplatte unten, ja, oder liegt da gar nicht in der Platte vielleicht drin, sondern ich wähle eine andere Kategorie Stabstahl unten. Damit ist das dann eindeutig zugeordnet. Ja. Die Stecker, die horizontal liegenden Stecker, die würde ich jetzt auch gerade mal kontrollieren, die im unteren Bereich liegen, die haben die Kategorie Stabstahlzulagen. Auch hier möchte ich das eindeutig zuordnen. Ich habe ja am Donnerstag neue Kategorien angelegt. Da kann ich das auch eindeutig dann hier definieren. Ja, wir übernehmen das Ganze wieder. Und für die obere Lage mache ich das auch nochmal. Ich drehe mich mal so ein bisschen, dass wir die anderen Stecker auch erwischen. Ja, und die beiden sollen in der oberen Lage, also in der anderen Sicht dann dargestellt werden. Zulagen oben, orte ich das dann zu. Gut, dann können wir hier nochmal kontrollieren, die eigentlichen Bügel, die haben Standard 1, das ist ja die Frage, wo möchte ich diese Bügel sehen, möchte ich die nur in der unteren Lage sehen oder möchte ich die vielleicht auch in der oberen Lage sehen. Das gleiche gilt für die Stecker, Stabstahlzulagen, vielleicht möchte ich die auch nur im Plan für die untere Lage mir darstellen lassen. Ja, und so kann ich das Ganze dann für die Plandarstellung zuordnen. Ich wechsle jetzt wieder in die Draufsicht von meinem Kellergeschoss, von der Kellergeschossdecke. Und ja, nachdem ich das jetzt kontrolliert habe, kann ich mit der eigentlichen Beschriftung dann des Plans beginnen. Ich fange mal an. Bevor ich beschrifte, gibt es vielleicht also auch noch einige Dinge, die man bezüglich der Darstellung noch anpassen möchte. Das sind so ganz allgemeine Dinge. Zum Beispiel möchte ich natürlich nicht alle Bügel dort dann dargestellt haben. Dazu wechsle ich in das Kapitel Darstellung. Hier nochmal so ein Hinweis. Ich habe Darstellungsvarianten mir angelegt und kann dann durch so einen einfachen Klick eben das Darstellungsmuster verändern. Das kann ich dann direkt auch übertragen mit der Funktion übertragen. Ich ziehe jetzt mal eine große Box über den gesamten Grundriss und ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, nicht direkt auf OK klicken. Ich möchte natürlich jetzt nicht, möchte nur die Darstellung verändern, also keine Biegeforminformationen. Das muss natürlich so bleiben. Und damit habe ich jetzt für alle Bereiche das geändert. Warum ist das hier nicht geändert? Das kontrolliere ich gerade mal eben. Das ist noch eine automatische Bewegung, die ist es nicht zerlegt. Ja, muss ich die zerlegen, damit ich die Darstellung ändern kann? Nein, das muss ich nicht. Ich kann jetzt direkt in der automatischen Bewegung auf diesen Erweiterungsschalter alle Eigenschaften bearbeiten gehen. Und auch hier wähle ich jetzt einfach eine andere Darstellungsart. Das ist eine Darstellungsvariante, die ich mir dort hinterlegt habe. Ja, und damit habe ich das dann hier auch geändert, ohne dass ich dann halt die automatische Bewegung auflösen muss. Gut, dann möchte ich mit der Beschriftung, ja, das mache ich exemplarisch, ich werde jetzt nicht alle Verlegungen beschriften können, beginnen. Und wir gehen ins Register Bewährung, dort haben wir die Funktion Markierung einzeln. Da fangen wir vielleicht hier oben mit den Steckbügeln mal halt an. Als erstes kann ich dann während der Eingabe auch die Art der Markierung auswählen und ändern. Also das wäre dann zum Beispiel eine Kammbewährung, eine Kammmarkierung. Das setze ich hier mal ab. Die ist an die Darstellung gekoppelt, wie wir hier sehen. Je nachdem, wie das Darstellungsmuster sich hier halt ergibt, kann ich das dort dann halt oder bildet sich das dort dann automatisch halt ab. Ja, und das mache ich mal für diese obere Deckenkante in dem Bereich an der Stelle. Ja, dann würde ich vielleicht noch die Längseisen, die jetzt hier in dieser Draufsicht noch zu sehen, das sind ja die konstruktive Eisen im Stecker halt definieren, beschriften. Dazu wähle ich das zunächst einmal aus. Und da so ein Hinweis, auch hier habe ich meine Vorlage angelegt, wo der Zusatztext im Zusatztext die Kategorie mit auftaucht, das werden wir gleich sehen. Den drehe ich jetzt mal auf 0 Grad halt um. Ja, Stabstahlplatte unten, das ist ja die Kategorie, die dieser Verlegung zugeordnet ist. Und damit habe ich dann auch ganz einfach einen Überblick, ob ich tatsächlich auch das Richtige jetzt hier erwischt halt habe. Ja, und dann haben wir noch einen Bereich, schieben wir mal hier hinten hin. Okay. Gut. Dann würde ich hier unten auch nochmal eine Beschriftung machen wollen.
Ja, vielleicht hier bei den Eisen. Ich klicke mal die untere Lage an. Auch hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Markierungsarten halt auszuwählen. Das kann der Kamm sein, das könnte auch der Fächer sein. Wenn ich dann hier brauche ich keinen Zusatztext. Wenn ich die Markierung dann in den Bereich hier rüberschiebe, dann bekomme ich eine solche Darstellung. Das passt an der Stelle vielleicht ganz gut. Gut, als nächstes möchte ich dann noch auf dem Plan fürs Kellergeschoss auch den Unterzug, den ich hier bewährt habe, den sehen wir hier in der Draufsicht ja auch noch mit platzieren. Also wechsle ich jetzt für die Beschriftung in meinen Ordner, wo ich diese Unterzüge halt, wo ich die Sichten entsprechend abgelegt habe. Das wäre dieser Ordner hier. Alle öffnen heißt, es werden mir jetzt alle Sichten geöffnet, die ich am Donnerstag benutzt habe. Diese Draufsicht, die möchte ich auf dem Plan nicht platzieren. Im Wesentlichen geht es mir jetzt ja um die Ansicht und um den Schnitt und vielleicht also auch um die Visualisierungssicht. Ja, ich denke mal, dass ich den auch mit auf den Plan halt absetzen möchte. Gut, ich fange jetzt mal mit dem Unterzug halt an. Wir haben ja verschiedene Bereiche dort an der Stelle. Dazu gehe ich jetzt mal auf die Markierung. Ich klicke die Verlegung von den Bügeln halt an. Als Markierungsart wähle ich so eine Bereichsmarkierung aus und jetzt kann ich das Ganze dann genau dort, wo die einzelnen Bereiche aufhören, dann platzieren. Da kriege ich dann den entsprechenden Platzierungsvorschlag. Diese grauen Linien, die man sieht, das sind Hilfslinien, Konstruktionslinien, die ermöglichen mir, dass ich die die Markierungslinien immer schön ausgerichtet platzieren kann. Auch die Texte, die finden sich an der Stelle. Wenn ich links und rechts schon Text vorhanden habe, dann sucht sich Vicado dann entsprechend diese Ausrichtungslinien. Ja, und dann kann ich das Ganze dann dort halt absetzen. Ja, die Darstellung der Bügelverlegung im Balken möchte ich auch nochmal abändern. Und zwar würde ich das Ganze natürlich für jeden, ab jedem Bereich halt nur einen Bügel halt darstellen wollen. Also schalte ich zunächst einmal um in eine Darstellung 1, 1, 1, also am Ende und in der Mitte 1, weil wir können jetzt anschließend über das Kontextmenü oder auch über das Menüband rechte Maustaste ein individuelles Darstellungsmuster festlegen. Wir haben im Moment ja das fest definierte Muster halt vorliegen und wir sehen, am Anfang ist jetzt ein Eisen, das ist jetzt rot markiert, eingeschaltet. Ja, und da, wo ich jetzt ein Eisen sehen möchte, klicke ich einfach drauf und dann verändert sich die Farbe. Das ist für mich jetzt ein Hinweis, dass an der Stelle das Eisen dann dargestellt wird. Auch hier haben wir den Übergang von dem einen Bereich in den anderen Bereich. Das in der Mitte, das schalte ich jetzt aus. Das ist ja über dieses feste Darstellungsmuster gekommen. Und da haben wir auch noch so einen Bereich. Und das war's, am Ende haben wir das schon. Ja, dann bestätige ich das Ganze mit Enter und dann sieht das Ganze dann so aus. Gut, dann würde ich vielleicht ganz gerne noch die Auszüge von den oberen und unteren Längseisen erzeugen. Da gehe ich mal auf die Funktion Einzeln und ich fange mal mit der oberen Lage an. Ich schnappe mir das Ganze mal. Das war jetzt die Mattenverlegung. Ich wollte ja das Eisen vom Bügel halt haben, genau. Den Ausdruck selber, den kann ich jetzt hier entsprechend halt absetzen. Ja, und die Beschriftung dazu, die erzeuge ich mir, indem ich einfach eine andere Vorlage wieder auswähle. Begriff Zusatztext, da ist nämlich die Kategorie hinterlegt, also Variable. Ja, und dann haben wir hier nochmal das zweite Eisen. Das ist dann halt eben die obere Stabstahl oben in der oberen Lage. Ja, das macht natürlich immer Sinn, das auch so zu beschriften, wenn ich das jetzt nicht direkt im oberen Bereich ablegen kann. Da ist es ja von der Lage her eindeutig. Ich platziere die Auszüge jetzt unterhalb. So, und dann schiebe ich das dann. Das ist dann die Stabstahlplatte in die untere Lage. Dann ist das halt vom Plan her auch eindeutig zuordbar. Gut, so ein kleiner Blick an den Text selber. Wir sehen hier der Zusatztext und dort, wenn ich da mal in den erweiterten Dialog halt gehe, dann sehen wir, dass dort halt kein Text integriert ist, sondern einfach eine Variable hinterlegt ist. Ja, und das kann man sich dann halt eben als Vorlage halt ablegen, wie ich das gerade gezeigt habe.
Gut, dann wechseln wir noch in die Schnittsicht. Da habe ich ja eine andere Darstellungsvariante, eine Sichtdarstellung gewählt. Die Detaildarstellung, die würde ich jetzt für die Plandarstellung mal umschalten auf die normale Bewegungsdarstellung. Und auch hier würde ich die entsprechenden Markierungen und Auszüge setzen. Ja, Auszug, da würde ich vielleicht einmal den Bügel mir rausziehen wollen. Den setze ich mal da oben drüber. Jetzt kann ich überlegen, was möchte ich dort oder welche Informationen möchte ich dort bei dem Markierungstext halt erzeugen. Da reicht vielleicht so ein kurzer Text halt auch und vielleicht möchte ich das Ganze dann halt auch anders positionieren und auch ohne Zusatztext das machen. Mit der Taste B kann ich die entsprechende Platzierung des Textes halt auch ändern, sodass das Ganze dann so aussehen könnte. Ja, dann würde ich hier die oberen Eisen noch mal gerade eben markieren wollen. Ja, auch hier vielleicht an der Stelle nicht ganz so viel Informationen, nur was da für ein Durchmesser ist und welche Position ist, möchte ich dort halt rausschreiben. Das machen wir für die untere Lage dann genauso. So, ich habe ein bisschen Probleme hier mit meinem Mausrad. So. Ja, die Längseisen oben und unten würde ich auch ganz gerne beschriften wollen. Markierung einzeln, beziehungsweise hier gehe ich mal auf eine andere Funktion. Markierung aufsammeln nennt sich das, weil die unteren und oberen Lagen sind wahrscheinlich gleich. Also wenn ich die erste Lage mal anklicke, ich schalte mal wieder um auf eine andere Art, auf die Fächer. Darstellung, dann haben wir die Position 11 zunächst einmal und dann kann ich die andere Position direkt danach anklicken und haben jetzt hier die Information, dass es 8 Durchmesser 20 sind. Hier werden natürlich von Vicalo auch immer nur die Verlegungen dann akzeptiert, die die gleiche Position halt haben. Gut, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt einmal die Draufsichten bearbeitet. Da muss ich gleich nochmal zurück ins Kellergeschoss gehen. Für die obere Lage habe ich ja, glaube ich, noch gar nichts gemacht. Für die Schnittdarstellung, die möchte ich ja gerne auf dem Plan ablegen. Und da wäre es ja vielleicht ganz hilfreich, wenn man nicht nur die Bewährung sieht visuell, sondern halt auch eben die Positionsnummer erkennen kann unter Umständen. Und dazu habe ich jetzt die Möglichkeit, die Sicht, das ist die KG3-Sicht, die kann ich jetzt hier mir hinterlegen. Rechte Maustaste hier oben nochmal so ein Hinweis. Ich kann diese ganze lange Liste an Sichten auch gruppieren. Das macht man am sinnvollsten Ordner nach sinnvollsten Weise nach Ordnern. Und zwar haben wir ja hier in dem Unterzugbereich, da sind die Unterzüge, das ist die Sicht KG3, die habe ich gerade gesucht. Die hinterlege ich mir jetzt. Ja, die liegt jetzt im Moment genau da, wo ich geschnitten habe, an der Position. Aber eigentlich möchte ich die Einblendung so in diesem Bereich halt haben. Also verschiebe ich das Ganze jetzt um 1 Meter und mache das also auch von der Darstellung her nochmal, von der Auflösung her etwas feiner, damit man das auch gut erkennen kann. So, und die Hinterlegung, die schalte ich mir halt aus. Ja, und dann haben wir die Möglichkeit, uns das Ganze dann hier in der Visualisierungssicht anzuschauen und so kann ich diese Visualisierungssicht natürlich auch ganz gut dann auf dem Plan platzieren. Ja, Plan platzieren, ich gehe nochmal zurück in mein Kellergeschoss, ich öffne mir da jetzt nochmal alle Sichten. Für die obere Lage habe ich jetzt noch gar keine Beschriftung gemacht und auch hier im Schnittbereich, wir sind ja von dem Erdgeschoss in den Unterzugbereich gewechselt. Fangen wir mal an hier mit dem Schnittbereich, den würde ich vielleicht auch mit auf den Plan absetzen wollen. Ja, wir machen natürlich einen Auszug jetzt hier. Ja, Taste B kann ich den Text wieder entsprechend verschieben. Und ich wähle jetzt, kann dann hier nochmal eine andere Art der Beschriftung auswählen. Ja, vielleicht noch mit einem Abstand. Ja, dann markiere ich noch die Längseisen hier im Schnitt. Nehmen wir mal den unteren zunächst einmal. Ich setze das mal hier ab. Jetzt habe ich in diesem Fall versäumt, das Aufsammeln direkt auszuwählen, sondern ich habe
da jetzt nur einmal das untere Eisen beschriftet mit der neuen Funktion Objekt hinzufügen, habe ich die Möglichkeit, zu diesem Text auch wieder ein anderes Eisen hinzuzufügen. Hinzufügen kann ich natürlich nur gleiche Positionen. Das heißt, wenn ich jetzt hier klicke, dann wird das hinzugefügt. Und damit wir das jetzt auch von der Anzahl her richtig sehen, wähle ich jetzt hier nachträglich einfach mal eine andere Textmaske aus. Und dann haben wir da 2 Durchmesser 12. Ja, andere Variante der Markierung wäre mit der Funktion Aufsammeln. Ich klicke das erste Eisen an. Hier wähle ich direkt vorher schon eine andere Markierungsart halt aus. Und mit Taste B kann ich das ja nach links schieben, den Text dazu. Und dann kann ich direkt in einem Arbeitsschritt das Ganze halt erzeugen. Ja, auch hier vielleicht nochmal einen Auszug von dem Steckbügel machen. Dann würde ich ganz gerne nochmal die Längseisen unten noch markieren. Die klicke ich jetzt einfach mal an. Hier schaue ich mal, ob ich eine andere Markierungsart vielleicht besser finde. Das wäre die Kammdarstellung. So, und dann setze ich das Ganze halt ab. Ja, in der oberen Lage, da würde ich jetzt auch nur ganz exemplarisch einfach mal vorgehen. Also wir sehen zum Beispiel hier so ein Eisen, das ist das Eisen. Ich klicke das jetzt mal an. Warum wird das jetzt nur in der oberen Lage auch richtigerweise dargestellt? Es wird zwar hier in dem Moment die automatische Bewegung markiert, aber in der oberen Lage wird tatsächlich nur dieses eine Eisen dargestellt, weil das der Kategorie oben halt zugeordnet ist. Ja, und das können wir jetzt auch, obwohl das noch eine automatische Bewegung ist, natürlich entsprechend markieren. Hier wähle ich dann einfach nochmal den Zusatztext dazu aus. Drehe das mal jetzt hier so um und dann sieht das so aus. Und dann sehen wir, das ist die obere Lage. Gut, das sind so im Wesentlichen die Dinge, die ich zeigen wollte für die Planzusammenstellung. Das würde ich jetzt als nächstes auch machen. Wir haben jetzt hier einige Plansichten schon erstellt. Vielleicht mache ich hier also auch nochmal einen Ausdruck geben von den Lagen, dass wir ein bisschen mehr Beschriftung hier auch haben. Das wäre dann so die erste Auszug aus meiner Verlegung. Der zweite, das ist hier hinten liegen. Jetzt sehen wir schon, warum wird das jetzt so komisch angezeigt. Das hat was, ich lösche das jetzt nochmal, das hat was mit der Art, wie weit ein Einzelauszug von einer Verlegung oder eines Eisens länger als die Lieferlänge ist, halt markieren können. Position gruppieren haben wir jetzt gewählt. In diesem Fall möchte ich natürlich den Übergreifungsstoß darstellen. Also wählen wir das Ganze halt aus, nochmal aus. Ich wähle mir das Längseisen aus und dann bekommen wir als erstes mal die ersten, weiß gar nicht, was hinterlegt ist, die 14 Meter, genau, das ist die Lieferlänge, das Eisen. Und dann kriegen wir im Anschluss gleich mit dem Übergreifungsstoß das zweite Eisen, dieser Längseisen dargestellt. Ja, und am Ende bleibt dann noch eins übrig. Das sieht das Ganze dann halt so aus. Gut. Wir haben unsere Planteilsichten, das sind ja Planteilsichten, die auf dem Plan platziert werden sollen, bearbeitet. Haben auch in der Visualisierungssicht, das war in dem Auszug dann entsprechend eine Beschriftung vorgenommen sozusagen. Und jetzt würde ich als ersten Schritt meine erste Plansicht erzeugen. Das ist eine neue Sicht. Und ich wähle als Vorlage Bewährungsplan und das kriegt dann natürlich einen sinnvollen Namen. Das ist mein Bewährungsplan KG. Ja, KG Decke schreibe ich da mal hinter. Als Bezeichnung wähle ich das gleiche, das kopiere ich mir jetzt einfach. Und ja, ich mache die Sicht jetzt mal ganz groß. Als erstes kontrolliere ich mal das Blattformat. Das würde ich jetzt umstellen auf A0 quer, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt kann ich als erstes natürlich noch verschiedene andere Dinge auf meinen Plan platzieren. Legenden zum Beispiel. Das machen wir aus dem Katalogbereich. Ich gehe mal in den Bereich Symbole, da haben wir einen Ordner Plan und so ein typisches Planteilschriftfeld wäre dann halt so das Thema Biegerolle, Informationen, das ist ein Symbol, was wir dort halt hinterlegt haben. Das kann ich einfach per Drag und Drop mir auf meinen Plan halt platzieren. Und so kann ich halt verschiedene Informationen, die ich ständig wiederkehren, als Symbol halt ablegen und
dann mit auf den Plan platzieren. Gut, dann kommen wir zu der eigentlichen Planerstellung. Dazu haben wir ja ein Kontextregister Plansicht hier oben und dort finden wir dann ganz links, das ist ja die wichtigste Schaltfläche in dem Moment, das ist also immer links angeordnet, Sichten platzieren. Auch hier kriegen wir zunächst einmal eine ganz lange Liste von allen Sichten. Wenn ich jetzt mal auf die rechte Maustaste klicke, können wir auch hier eine Gruppierung vornehmen und auch hier bietet sich natürlich die Gruppierung nach Ordnern halt an. Ja, Ordner Kellergeschoss, Bewehrung Kellergeschoss, da finden wir jetzt unsere Sichten halt wieder. Da wähle ich zunächst einmal die Sicht, wo die untere Lage halt abgebildet ist. Das kann ich jetzt hier auf dem Plan an der Stelle platzieren. In der Optionenleiste nochmal so ein Hinweis, da kann man zusätzliche Optionen noch sichtbar schalten. Die Planteilbeschriftung, die möchte ich natürlich direkt jetzt im Zuge der Platzierung der Sicht auch mit erzeugen und da habe ich ja dann die Wahl, das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Vorträgen gesehen, zwischen dem Sichtnamen, das ist ja die Kurzbezeichnung der Sicht oder halt eben die Sichtbezeichnung und das ist dann letztendlich dann halt auch die Planteilbeschriftung an der Stelle, also eine etwas längere Beschreibung dazu. Ja, wir starten dann, es geht dann gleich weiter mit der oberen Lage, also Vicado arbeitet quasi diesen Ordner jetzt so ab, bietet mir das halt zum Platzieren halt an. Das Ganze setzen wir hier auch wieder ab. Sie sehen, beim Platzieren hilft mir Vicado. Ich bekomme hier so eine Markierung halt angezeigt, dass das schön angeordnet, ausgerichtet angeordnet wird. Das Gleiche gilt halt auch für die Planteilbeschriftungen. Also wir sehen hier diese blauen Linien, das sind halt Platzierungshilfen, Platzierungslinien, sodass ich halt vom Plan her das immer schön ausgerichtet dann halt absetzen kann. Gut, für die nächste Planteilsicht muss ich gerade nochmal den Ordner wechseln, das ist die Bewehrung Unterzüge. Da haben wir ja einmal die Ansicht des Balkens, den würde ich ganz gerne mit auf meinen Plan absetzen. Ja, das setzen wir hier unten mal ab. Auch hier die Planteilbeschriftung. Und den Schnitt daneben, das ist ja der Schnitt, den würde ich auch ganz gerne platzieren. Ja, jetzt stelle ich fest, das ist offensichtlich ein anderer Maßstab, den ich dort in der Sicht vorliegen habe, aber ich habe hier oben in der Option, da ist ja die Möglichkeit, eine Maßstabsänderung zuzulassen. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier in diesen Bereich halt reinbewege, dann wird automatisch der Maßstab von dieser Sicht, die schon auf dem Plan platziert ist, halt übernommen. Und dann kann ich halt den Plan, diese Planteilsicht direkt halt absetzen, ohne nochmal eine Änderung vorzunehmen. Ja. Gut, da wird mir jetzt ein bisschen zu viel dargestellt. Da habe ich die Möglichkeit, diesen Planteil halt auch nochmal einzuschränken. Dann sieht das Ganze dann halt dann so aus. Gut, dann fehlt mir noch ein Schnitt aus dem Kellergeschossbereich. Und das ist im Grunde genommen also der Bereich hier. Da habe ich ja auch hier in diesem Bereich mir dort halt einen Schnitt gelegt und auch beschriftet. Den möchte ich direkt mal in diesen Plan mit integrieren. Diese Beschriftung, die sieht etwas komisch aus hier. Da gehen wir mal auf rechte Maustaste, platzierte Sicht bearbeiten. Da kann ich die nämlich direkt einfach mal löschen. Das stört mich jetzt an der Stelle. Ja, so habe ich die Möglichkeit, auch schon einen Planteil, der auf dem Plan platziert ist, nachträglich zu bearbeiten, ohne jetzt die Sicht nochmal zu öffnen. Ja, aber hier möchte ich, wie schon angesprochen, den KG-Einschnitt platzieren und zwar direkt hier in diesem Bereich mal integrieren. Dazu rufe ich zunächst einmal den Schnitt halt auf. Dazu müssen wir wieder in die Sicht vom Kellergeschoss gehen, in den Ordner Kellergeschoss. So, da, genau, hab's ein bisschen suchen müssen, warum? Weil jetzt aus diesen Ordnern Sichten, die schon auf dem Plan platziert sind, gar nicht mehr auftauchen. Ja, also, wir haben jetzt nur noch einmal den Schnitt und die Visualisierungssicht. So, diesen Schnitt, den würde ich ganz gerne hier platzieren und zwar würde ich auch hier die Option Maßstabsänderung zulassen benutzen und als zusätzliche Option die Rotation zulassen. Warum? Wenn ich jetzt mal in diesen Bereich halt gehe, habe ich gesagt, ich würde das ganz gern integrieren in den Bandbereich, in den Unterzugbereich und automatisch wird jetzt von Vicado der Schnitt gedreht, also 90 Grad gedreht und es wird auch der Maßstab halt angepasst und so kann ich das Ganze dort dann halt einfach absetzen. Die Beschriftung selber, die brauche ich jetzt gar nicht mehr. Damit das vernünftig dargestellt wird,
muss ich hier diesen Planteil nochmal kurz anklicken, bearbeiten. Und zwar möchte ich die Hintergrundfarbe eben nicht transparent haben, sondern das schalte ich mal um auf nicht transparent. Und dann würde ich ganz gerne die Sicht auch nochmal einschränken, sondern und auch nur das darstellen aus der Sicht, was ich jetzt hier in diesem Detailbereich dann mir anzeigen lassen möchte. Und so kann man halt in einer vorhandenen Plansicht einen anderen Schnitt auch integrieren. Gut, damit haben wir den Plan schon fast fertig. Was natürlich noch fehlt, hat jetzt zwar jetzt nichts unbedingt nichts mit der Planerstellung, Planbeschriftung zu tun, ist natürlich auch ganz wichtig und kann auch Bestandteil von einem Plan sein, sind die Bewährungslisten. Und dazu möchte ich jetzt als erstes eine Schneideskizze erzeugen. Dazu kann ich hier oben ins Register Sichten gehen. Das sind ja Listen, Sichten. Und dort finden wir ja dann die verschiedenen Listentypen, die wir erzeugen können. Matten, Schneideskizze. Das wähle ich jetzt mal halt aus. Wir haben jetzt hier auch eine Auswahl von Vorlagen, die man benutzen kann. Ich bleibe mal bei der ersten Vorlage. Matten, Schneideskizze, KG. Decke nenne ich das Ganze mal. Und als Bezeichnung wähle ich das Gleiche. Wo legen wir diese Liste ab? Wenn ich nichts eingebe, wird automatisch ein eigenständiger Listenordner angelegt. Aber ich möchte das natürlich in meinen Ordner Bewährung Kellergeschoss mit ablegen. Dieser benutzerdefinierte Ordner, das sehen wir hier auf der rechten Seite, ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Art Sammelmappe für alle Sichten, die ich auf meinem Plan platzieren möchte zum Beispiel. Ja, was muss ich jetzt noch festlegen? Ich muss natürlich erstmal gucken, aus welchem Bereich, wir haben ja ganz viel Bewährung jetzt im Kellergeschoss, im Erdgeschoss, aus welchem Bereich möchte ich jetzt diese Mattenschneideskizze erstellen? Das ist natürlich jetzt von der Positionsgruppe her Kellergeschossdecke. Das wähle ich jetzt halt aus und gehe mal auf OK. Damit wird diese Liste erstellt. Hier oben in dem Listenkopf steht jetzt automatisch von Vicado generiert eine Überschrift. Dort taucht der Abschnittsname auf, das Geschoss und die Geschossfolie. Vielleicht möchte ich da aber auch eine andere Information ablegen. Da gehe ich jetzt mal in den Listeneditor und schalte mir mal die Listenvariablen ein. Wir haben das ja an verschiedenen Stellen schon gesehen, im Positionsplan zum Beispiel. Da haben wir ja auch die Informationen etwas angepasst. Und wir sehen hier oben links die Variable, die dafür sorgt, dass dieser Text dort auftaucht. Aus meiner Sicht macht dieser Text an dieser Stelle nicht so Sinn oder ich möchte das halt ändern. Listenvariable zuweisen, damit bekomme ich eine Auflistung aller zur Verfügung stehender Variablen, die in diesem Feld halt zur Verfügung gestellt werden. Und da möchte ich dann die Sichtbezeichnung einfach verwenden. Jetzt gehen wir wieder zurück, ich übernehme das Ganze und dann wird halt in der Tabelle oben direkt der Sichtname eingetragen. Das ist nämlich das, was wir hier rechts in den Eigenschaften sehen. Wir haben ja den Namen, das ist immer eine kurze Bezeichnung und die etwas längere Bezeichnung, die wird dort an der Stelle dann halt benutzt. Macht, glaube ich, ganz viel Sinn. Damit ich das jetzt nicht ständig machen muss, kann ich über rechte Maustaste das als neue Vorlage halt ablegen. Die kriegt von mir eine Bezeichnung, Mattenbiegeliste mbinar. Und als zweite Listensicht möchte ich eine Stabstab-Biegeliste erzeugen. Ja, auch hier wählen wir wieder eine Vorlage aus. Das wäre dann KG-Decke als Bezeichnung. Und da ich auch natürlich diese Stahlliste gleich nochmal anpassen möchte, wähle ich jetzt sinnvolle Namen. Auch hier lege ich die in unserer Sammelmappe Kellergeschoss halt ab. Und als erstes kontrolliere ich, welche Positionsgruppe hier gilt. Wir haben ja noch mehr Stabstahl in verschiedenen Bereichen benutzt. Also das ist in diesem Fall ja unsere Positionsgruppe Decke. Ja, auch hier die Anpassung ist ja ganz schnell gemacht. Also ich klicke jetzt hier wieder drauf, wähle eine andere Variable aus. Die Sichtbezeichnung wähle ich hier jetzt wieder aus. Und gehe mal auf Übernehmen. Und damit habe ich meine Listen erzeugt. Und wir können diese Listen jetzt entweder direkt halt ausgeben oder ich platziere die auf dem Plan. Und wie die anderen Planteil-Sichten auch, kann ich die über diese Schaltfläche Sichten im Plan platzieren halt auswählen. Ich gehe jetzt wieder in meinen Ordner Kellergeschoss und da tauchen jetzt unsere Listen halt auf. Das ist einmal die Stabstahl-Biegeliste. Die lege ich jetzt hier einfach mal ab. Ja, die Beschreibung, Planteil, Beschriftung würde ich gar nicht mehr machen.
breche ich mit Escape einfach ab, weil wir das ja schon in der Liste selber hinterlegt haben. Ja, dann fehlt noch die Mattenschneideskizze an der Stelle. Ja, was fehlt noch auf dem Plan? Jetzt haben wir hier noch so einen weißen Fleck. Da habe ich ja die Visualisierungssicht vorbereitet für den Trägeranschlussbereich. Da gehen wir hier mal rein. Das war diese Sicht. Und die ziehe ich jetzt mal als Box halt auf. Leg die mal dort halt ab. Ja, und jetzt stellen wir fest, dass der Ausschnitt nicht eigentlich der war, den ich vorher definiert habe. Da habe ich mich ja wieder rausgezoomt. Aber über einen Rechtsklick, also Planteil markieren, kann ich jetzt die Option platzierte Sicht bearbeiten aufrufen und kann mich jetzt hier auch nachträglich nochmal auf dem Plan in einen ganz anderen Ausschnitt bewegen. Und dann sieht das Ganze so aus. Somit haben wir dann halt einen 3D-Plan, der auch beschriftet ist. Und das ist in bestimmten Bereichen ganz hilfreich, halt auch für die Leute auf der Baustelle, um das nochmal 3D sehen und auch die entsprechenden Informationen, welche Position ist das da eigentlich an der Stelle. Gut. Ja, wir haben den Plan jetzt im Grunde genommen schon fertig. Informationen zum Plan oder zu der Decke sind natürlich auch noch weitere Listen und ich möchte zusätzlich zu der erzeugten Mattenschneideskizze und der Stabstabilliste nochmal eine Variante zeigen, welche Listen wir halt aus dem Gebäudemodell herausziehen können. Wir haben ja mit Geschossfolien gearbeitet, wir haben mit Kategorien gearbeitet und so weiter und können auf dieser Basis halt eben Plansichten erstellen, wir können Stahllisten erstellen, wir können aber auch noch auf eine andere Art und Weise eine Stahlliste generieren, das würde ich jetzt gerne mal machen. Und zwar möchte ich nur im Kellergeschoss für die Balken eine Stahlliste machen, und zwar bauteilorientiert. Dazu starte ich zunächst einfach mal wieder die Stabstabbiegeliste, nehme ich mal als Vorlage. Stabstabbiegeliste KG Balken schreibe ich als Bezeichnung dort mal rein. Und auch die lege ich sinnvollerweise im Kellergeschoss mit ab. Und jetzt klicke ich mal hier an dieser Stelle und da haben wir natürlich nur die Positionsgruppen abgebildet. Also hier habe ich jetzt keine Möglichkeit, das einzugrenzen. Ich möchte nur die Balken halt aus meinem Kellergeschoss als Liste erzeugen. Und da greift dann die erweiterte Auswahl. Wenn ich dort auf diese Schaltfläche Auswahl mal gehe, dann haben wir die Möglichkeit, dann halt eben über die Kategorie, über die Positionsgruppe festzulegen, dass wir uns nur im Kellergeschoss bewegen wollen. Also wir wollen nur aus dem Kellergeschoss Bauteile, den Balken halt als Stahlliste erzeugen. Und damit jetzt nicht alle Stabstahlpositionen in der Liste auftauchen, grenze ich das jetzt ein über diesen Haken, Bauteilzuordnung berücksichtigen. Und da kann ich sagen, also alles, was Bauteil gerade Balken ist, also alle Verlegungen, die in einem geraden Balken abgelegt sind, die sollen in meiner Liste entstehen. So, und dann habe ich ja eine eingeschränkte Liste und die hat als Inhalt eben nur die Balkenbewehrung. Gut, dann möchte ich ins Erdgeschoss gehen. Also öffne ich jetzt hier wieder meine Sichten, rechte Maustaste, alle öffnen. Und da überlege ich mir jetzt halt, muss ich gerade mal eben die aktive Folie umstellen, die hat sich umgestellt, welche Listen brauche ich jetzt hier für meine Plandarstellung. Da kann ich über das Register Ansicht mal in diese Auswahlmöglichkeit wechseln. Mit Steuerung Tab kann man die auch direkt auswählen. Also den Schnitt AA und B, den brauche ich nicht. Ich möchte mich in diesem Fall jetzt nur auf die Draufsichten konzentrieren. Und auch hier schalte ich nochmal die aktive Folie Decke ein, dann ist das besser dargestellt. Wir haben einmal die obere Lage soll hier dargestellt werden, dann die untere Lage soll hier dargestellt werden. Auch hier der erste Schritt, ähnlich wie im Kellergeschoss. Ich schaue zunächst einmal, was will ich eigentlich an Verlegungen in der unteren Lage sehen und welche nicht. Ich kann das Fenstermodell mal hier mal aktivieren und da haben wir dann die Übersicht aller Kategorien, also ähnlich wie in diesem Filter hier oben links, den ich in meinem Kellergeschoss gezeigt habe, welche Bauteilkategorien sind jetzt hier sichtbar und da will ich zum Beispiel die Dübelleisten nicht in der unteren Lage mir darstellen lassen, sondern nur in der oberen Lage. Das sind auch wieder so diese ersten Schritte, die wir dort an der Stelle halt machen können. Ja, in der
in der Draufsicht hier fürs Erdgeschoss. Das wiederholt sich jetzt ja im Grunde genommen, deswegen werde ich das auch nur exemplarisch hier mal machen. Ich will jetzt hier als Darstellungsmuster ein Darstellungsmuster 010, das wird nur das mittlere Eisen der Verlegung halt dargestellt. Und dann wähle ich jetzt hier auch nochmal, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich markiere das Ganze ja hier an der Stelle da und da. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ja, und ich hole mir jetzt doch nochmal die Visualisierungssicht aus dem Erdgeschoss dazu. So, und da geht es ja hier um die obere und untere Lage. Ich schalte das mal so, dass wir das ein bisschen besser erkennen können über diese Zulagen, die ich dort abgelegt habe. Ja, und wenn ich mir das mal hier anschaue, im oberen Bereich, welche Kategorie haben wir da eigentlich? Das ist Stabstahlplatte oben, das ist Stabstahlplatte unten, das ist die untere Lage. Also das ist schon offensichtlich richtig zugeordnet, aber jetzt muss ich doch nochmal kontrollieren, was will ich jetzt hier sehen in der unteren Lage. Da schauen wir nochmal, da sehe ich schon in meinem Modellfenster, da ist die obere Lage mit sichtbar geschaltet. Ja. Und wenn ich jetzt mal die Sicht für die obere Lagedarstellung halt mir anschaue, da sehen wir, dass auch die untere Lage dargestellt ist. Ja, also das ist dann halt immer nochmal die Kontrollmöglichkeit, die man hat. Mir ist es halt aufgefallen, weil ich hier geklickt habe und es ist in der oberen Lage, der Sicht der oberen Lage halt mitmarkiert worden. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte hier die, das Darstellungsmuster nochmal ändern. Das machen wir einmal für die senkrechte Lage sozusagen. Und für die Lage machen wir das dann auch nochmal. Dann sieht das Ganze ja dann so aus. Ja. Und ja, die Markierung für die untere Lage möchte ich jetzt einfach mal für die, in der Plattenbewehrung, in der unteren Lage für die senkrechten Eisen exemplarisch vornehmen. Ich gehe mal dann auf die Funktion Markierung einzeln. Wie würde ich da so vorgehen? Ich markiere mir mal die, das ist ja die Quer- bzw. die Längsbewehrung von der unteren Lage. Und dann bekomme ich jetzt die Information, dass diese gesamte Verlegung aufgrund von Aussparungen sich natürlich in verschiedene Verlegebereiche aufteilt. Ich wähle als Markierungsart mal Bereich mit Pfeilen, der Bereichsmarkierung, genau so. Und dann kann ich die Markierung halt absetzen. Ich mache das auch erstmal jetzt so direkt für alle Verlegungen hier in den Bereichen hier. Das setze ich vielleicht mal nach außen halt ab. Vielleicht möchte ich hier auch gar keinen Zusatztext mehr haben. Ich befinde mich ja in der unteren Lage. Taste B kann ich die Texte auch wieder verschieben. Da haben wir dann noch einen Verlegebereich. Darunter haben wir einen Verlegebereich. Den würde ich jetzt hier die Markierung mich an der schon vorhandenen orientieren. Dann gibt es hier so einen Bereich. Auch hier findet Vicado jetzt schon den vorhandenen Bereich. Ja, und so kann ich die einzelnen Bereiche mir dann markieren. Vicado gibt dann halt von der Markierungsart mir dann halt immer eine Hilfestellung. So. Dann haben wir hier noch einen Bereich. Ja, das würde ich vielleicht hier oben markieren wollen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Markierung. Und die nochmal. Ach, den Text muss ich noch absetzen. Ja, für die Darstellung, das Darstellungsmuster, das würde ich jetzt ähnlich wie beim Balken auch nochmal anpassen. Da gehe ich einfach jetzt auf rechte Maustaste und sage, ich möchte ein individuelles Darstellungsmuster halt machen. Und dort kann ich jetzt auf Basis meiner Markierung, so würde ich halt vorgehen, mir die einzelnen Eisen innerhalb dieser Verlegung dann halt ein- und ausblenden. So. Mache das jetzt hier an der Stelle noch exemplarisch. So, damit haben wir die eine Sicht bearbeitet. Die andere Sicht, auch hier würde ich natürlich ganz gern noch eine Beschriftung kurz erzeugen. Vielleicht gerade nochmal die, eine Dübelleiste. Ich schnappe mir mal hier eine Dübelleiste.
Eine Variante wäre, dass ich das zunächst einmal mal absetze. Ich ändere mal so eine Sache. Ich möchte nämlich die Bezugslinie nicht haben und ich möchte in meinen Markierungstext auch die Anzahl mit auftauchen lassen. Warum? Weil auch hier gilt, ich kann Objekte hinzufügen. Wir haben ja hier mehr als eine Dübelleiste und dann kann ich die einfach mit der Funktion Objekt hinzufügen ergänzen, sodass wir dann halt unsere 8 Stück dort dann halt auch ausgewiesen bekommen. Gut, jetzt ist die Zeit leider schon sehr weit fortgeschritten. Ich belasse das jetzt zunächst einmal für die untere und für die obere Lage so. Daraus generiere ich jetzt zunächst einmal einen Plan. Ich gehe dann wieder in die Erzeugung der Plansicht, wie gehabt. Wähle mir eine Vorlage aus, Bewährungsplan. EG-Decke nennt sich das, nenne ich das jetzt. Ja, und auf diesem Plan, da platziere ich jetzt meine Sichten. Vielleicht kontrolliere ich gerade nochmal das Blattformat. Das soll auch ein A0 quer dann sein. A0 quer Format. Ja, die Sichten kann ich dann über die Schaltfläche Sichten platzieren wieder ablegen. Wir haben einmal die untere Lage. Die Optionen Rotieren und Maßstabsänderung schalte ich jetzt aus und beschrifte das Ganze auch. Dann lege ich die obere Lage nochmal ab. Ja, das ist mir jetzt gerade versprungen. Machen wir gerade nochmal schnell neu. So, das ist die obere Lage, genau. Und als Planteilbeschriftung setze ich das Ganze nochmal ab. Ja, und was fehlt jetzt noch für unsere Erdgeschossdecke? Wir haben ja Beschriftung vorgenommen, natürlich die Stahlliste. Da mache ich exemplarisch wieder eine Stabbiegelliste. Stabbiegelliste EG nenne ich die jetzt an der Stelle. Wähle die Positionsgruppe aus, das ist aus meiner Erdgeschossdecke. Ja, ich ändere das kurz mal ab. Ich glaube, ich habe im Kellergeschoss gerade das nicht abgelegt als Variante. Da möchte ich hier nochmal, nochmal kurz reingehen, auch die Überschrift nochmal kurz ändern. Das soll auch in diesem Fall die Bezeichnung sein von der Sicht, die ich dort halt erzeugt habe. Ja, dann sehen wir also hier auch die entsprechende Sichtbezeichnung und diese Stabstatliste, die lege ich jetzt auf den Plan nochmal ab. So, da ist unsere Liste. Ja, die Biegeliste selber, die würde ich jetzt auch nochmal in den Ordner zuordnen, der Vollständigkeit halber. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Gut. Ja, damit haben wir unseren Plan fürs Erdgeschoss fertig. Und wir sind aber noch nicht fertig. Einen kleinen Moment dauert es noch. Wir haben ja von unserem Gebäudemodell eine Struktur, wo wir von Regelgeschossen halt sprechen können. Und da bietet sich das natürlich an, dass wir halt Bewährungen, die wir im Erdgeschoss haben, auch vielleicht ins andere Geschoss übernehmen. Dazu öffne ich gerade mal noch zwei Sichten, wo das auch deutlicher wird. Ja, wir sind ja im Moment in dem Zustand, dass wir also die Erdgeschossdecke bewährt haben. Da ist die ganze Bewährung drin. Wir haben sogar auch schon Pläne gemacht, Planteilsichten erstellt und so weiter. Und jetzt möchte ich das aus dem Erdgeschoss, aus der Erdgeschossdecke in das Obergeschoss übernehmen. Dazu kann man die Funktion im Bereich im Register Modell benutzen, Bauteil übernehmen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Wir kommen jetzt in so einen kleinen Dialog rein. Wir wollen aus dem Erdgeschoss etwas übernehmen. Was wollen wir hier übernehmen? Wir wollen also nicht alles übernehmen, sondern wir wollen nur die Deckenbewährung übernehmen.
Wir wollen jetzt auch keine neuen Bauteile erzeugen. Das ist ja auch so der normale Workflow sozusagen. Der Schalenplan ist fertig, das Gebäudemodell ist fertig, es wird mit der Bewehrung begonnen. Und jetzt wollen wir bestehende Bewehrung von einem Geschoss ins andere übernehmen. Dazu habe ich hier die Möglichkeit zu entscheiden, dass wir nur Bewehrungsbauteile übernehmen. Wo soll das Ganze landen? Das soll im ersten Obergeschoss übernommen werden. So, und jetzt passiert Folgendes. Ich gruppiere das Ganze nochmal nach den Ordnern. Jetzt guckt Vicado selbstständig nach. Für die Bauteile, die ich jetzt vom Erdgeschoss ins Obergeschoss übernehmen möchte, findet Vicado jetzt einige Sichten, in denen schon Markierungen, also Beschriftungen vorhanden sind und schlägt mir die jetzt also auch vor, dass ich die übernehmen kann. Das sind in diesem Fall die untere und die obere Lage aus dem Erdgeschoss. Das wird mir hier nochmal angeboten als Übersicht, welche ich tatsächlich übernehmen möchte. Und damit wird nicht nur die Bewehrung übernommen in das erste Obergeschoss, sondern es wird auch gleichzeitig werden die Planteilsichten mit übernommen. Die Beschriftung, die Markierung, die Beschriftung, die Planerstellung, das ist ja ein ganz, ja, ist eigentlich ein sehr zeitaufwendiger Arbeitsschritt. Die Bewehrung erzeugen ist eigentlich relativ einfach und auch kürzer, aber die Planteilbeschriftung und die Planerstellung ist ein sehr aufwendiger Vorgang. Daher ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich schon bestehende Planteilsichten mit übernehmen kann. In diesen Planteilsichten sind natürlich 2D-Elemente, also Bemaßungen. Bei der Bewehrung sind es natürlich die Auszüge, die Mattenmarkierungen und so weiter. Das alles, was dort an 2D-Informationen enthalten ist, soll übernommen werden. Und jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz innehalten. Wir machen ja eine Übernahme und bei der Übernahme werden auch Ordner und die Sichtnamen entsprechend halt neu erstellt. Wir haben ja im Moment, die Quelle ist aus dem Ordner Bewehrung Erdgeschoss und das Ganze soll ins Obergeschoss transferiert werden. Dazu wird ja wieder ein Ordner angelegt und den Ordnernamen, den trage ich jetzt hier mal ein. Das erste Obergeschoss, das hat Vicado jetzt schon als Text vorgeschlagen. Bewehrung erstes Obergeschoss definiere ich das. Das kann ich einfach mal übernehmen für die zweite Sicht. Die Quelle, also der Sichtname aus dem Erdgeschoss, heißt ja Bewehrung EG unten, BWE, so habe ich das genannt. Und dadurch, dass es ja keine von Vicado vorgegebenen Benamungen sind, sondern freie definierbare Benamungen, kann Vicado jetzt hier natürlich erstmal von sich aus keinen sinnvollen Vorschlag machen. Da wird aber hier hinten dran gehängt für die neue Sicht. Erste Obergeschoss, dann halt der Name des Ordners. Und ich ändere das jetzt schon mal direkt im Zuge der Übernahme. Das kann man auch im Nachgang machen, aber ich denke mal, das macht Sinn, dass man das an dieser Stelle schon macht. Ich mache den Dialog mal etwas breiter hier. So, und dann kann ich nämlich diese Ergänzung, die Vicado direkt gemacht hat, auch wieder löschen. Na, jetzt habe ich mir was Falsches kopiert. Dann trage ich das mal manuell halt ein. Erstes Obergeschoss soll die Sicht dann heißen und das ist dann oben die obere Lage. Die Sichtbezeichnung, wir haben ja bei der Sicht immer eine Langbezeichnung und eine Kurzbezeichnung. Da trage ich das hier auch nochmal direkt halt ein. Ja, und damit habe ich die Vorbereitung getroffen. Jetzt gehen wir auf Fertigstellen. Ein kleiner Moment dauert es. Es wird die Bewehrung, die wird jetzt übernommen vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Und da habe ich jetzt ein kleines Problem hier. Das Erdgeschoss hat eine andere Geschosshöhe als das Obergeschoss. Aber ich kann das Ganze ganz schnell nachbessern. Ich markiere jetzt mal die Verlegung. Die verschiebe ich jetzt einfach nachträglich in die richtige Lage. Das können wir mit der normalen Verschiebefunktion halt machen. So. Und zwar möchte ich mir beim Verschieben einen Mittelpunkt definieren. Dazu greife ich mir mit der Funktion Mittelpunkt konstruieren den Mittelpunkt halt ab und platziere das Ganze jetzt in die Obergeschossdecke, in die erste Obergeschossdecke. Gut,
Dabei passiert jetzt Folgendes, obwohl ich es manuell verschoben habe. Vicado sucht sich jetzt, besonders die Verlegung, die suchen sich jetzt auch eine entsprechende Schalkante wieder. Das kann man ganz gut erkennen, indem ich die Funktion Schalkante, Randabstand ändern benutze. Da sehen wir halt, da ist eine Anbindung vorhanden. Ich kann dann den Wert auch nochmal ändern, auf 5,6 ändern. Sie sehen, die Bewehrung, die ist dort auch an der Stelle korrekt angebunden. Also ist so eine Nacharbeitung dann auch jederzeit auch natürlich möglich. Gut, damit haben wir jetzt die Bewehrung aus dem Erdgeschoss ins erste Obergeschoss halt übertragen. Und wir gucken mal hier rechts in unsere Sichtenordner. Da sehen wir halt auch, da ist ein Ordner Bewehrung erstes Obergeschoss entstanden. Ich öffne mir diese Sichten jetzt nochmal. Und wir haben jetzt die Beschriftung, die wir da vorgenommen haben, das ist halt übernommen worden. Ja, also das, was wir im Erdgeschoss gemacht haben, das ist hier auch gelandet. Gut, da wäre jetzt die Frage, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen jetzt für das erste Obergeschoss einen Plan erstellen. Was kann man da vielleicht machen jetzt an der Stelle? Wäre jetzt so eine Preisfrage von meiner Seite, mal in die Runde, in die Teilnehmerrunde. Mache ich meinen Plan manuell oder gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit? Ja, also ich weiß ja, es gibt Teilnehmer, die gucken zu und sind auch ganz interessiert. Derjenige, der jetzt die richtige Antwort mir liefert, mit dem würde ich dann eine Stunde Online-Schulung machen. Ne? Vielleicht so gewisse Tipps und Tricks austauschen, vielleicht ist da auch eine Frage offen. Ja, ich frage mal in die Regie, sind da Eintragungen im Chatbereich vorhanden? Ja, da wird gerade genickt. Und die Kollegen aus dem Chatbereich, die den Chatbereich betreuen, die werden mir den ersten Anwender, der jetzt eine richtige Antwort gibt, dann an mich weiterleiten. Wir müssen den Plan natürlich nicht manuell erstellen, sondern wir können natürlich den vorhandenen Plan, den wir ja schon erstellt haben, der Erdgeschossdecke, den können wir jetzt benutzen. Ja, wir haben jetzt einmal diese neuen Sichten, die wir hier haben, für die untere und für die Oberlage im ersten Obergeschoss. Und das ist unser Plan von der Erdgeschossdecke. Der soll für die erste Obergeschossdecke im Grunde genommen vom Layout natürlich identisch sein oder möglichst identisch sein. Ja, und das können wir machen wie? Wir können dieser Plan sich duplizieren. Wir duplizieren jetzt unseren Erdgeschossplan. Der kriegt natürlich logischerweise einen anderen Namen jetzt. Das ist dann das erste OG, nenne ich das mal, erste OG-Decke. So, dann kommen wir jetzt auch wieder in so einen kleinen Dialog rein. Was wir jetzt im Moment sehen, ist jetzt hier die beiden linken Spalten. Da steht was mit Quelle. Die Bewehrung BWEG unten, das ist diese Sicht hier. BWEG oben, das ist diese Sicht hier. Und die wollen wir austauschen mit unseren Sichten, die ins erste Obergeschoss übernommen worden sind. Und dazu wählen wir jetzt einfach nur nochmal den Namen des Ordners halt aus. In diesem Ordner Bewehrung erstes Obergeschoss kann ich jetzt eine Auswahl tätigen. Da werden mir jetzt die Sichten halt angeboten. Ich möchte also die Sicht aus dem Erdgeschoss unten mit der Sicht erstes Obergeschoss unten austauschen. Und das machen wir für die andere Sicht genauso, für oben. Ja, bei der Stabstahlbiegeliste, da kann ich im Moment noch nichts machen, weil wir haben fürs erste Obergeschoss noch gar keine Stabstahlliste erzeugt. Ja, also übernehme ich das jetzt zunächst einmal. Und wir sehen, dass ein neuer Plan für das erste Obergeschoss entstanden ist. Der sieht vom Layout jetzt genauso aus wie der Plan vom Erdgeschoss. Und ja, das spart natürlich ganz viel Zeit. Ich muss das nicht neu zusammenstellen und ich bekomme ein einheitliches Layout halt auch für die gesamten Pläne. Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen natürlich jetzt die Stabstahlbiegeliste, das ist noch die Liste aus dem Erdgeschoss. Da müssen wir jetzt natürlich eine neue Liste halt erstellen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich erzeuge mir jetzt fürs erste Obergeschoss eine Liste. Erstes OG, wieder die Bezeichnung definiert. Ja, und da wähle ich natürlich die Positionsgruppe aus. Das wäre dann die Positionsgruppe erstes Obergeschoss. Oh, ich sehe gerade, wir haben tatsächlich einen Gewinner. Frau Eva Meister, ist das richtig? Ja, dann gratuliere ich. Können sich gern bei mir melden dann. Erstes Obergeschoss, die Positionsgruppe. Wir wollen ja die Stabstahlbiegeliste halt erzeugen.
Und die legen wir natürlich auch in den entsprechenden Sammelordner halt ab. Gut, damit haben wir jetzt für das erste Obergeschoss eine Stabstabbiegeliste erzeugt. Jetzt könnte ich ja noch eine Preisfrage stellen. Wie erreichen wir es jetzt am einfachsten, dass wir hier diese Liste hier, die jetzt im Moment auf dem Plan für den Obergeschoss noch falsch ist, ändern? Also nicht löschen und neu platzieren, sondern so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, anklicken. Und ich klicke mal auf die Funktion Sichten Plan platzieren. Und jetzt bekomme ich eine Auflistung aller Stab, aller Listen, aller Bewegungslisten angeboten. Und das ist natürlich die Liste, die wir eben gerade erzeugt haben. Ja, und dem Moment, wo ich eine vorhandene Sicht auf einen Plan markiere, das kann auch eine Draufsicht sein, bekomme ich hier oben eine Schaltfläche ersetzen. Und dann wird halt eben die vorhandene, in diesem Fall noch falsche Stahlliste, durch die hier markierte Liste ausgetauscht. Ja, damit haben wir die Bewehrung aus dem Erdgeschoss ins erste Obergeschoss transportiert. Wir haben automatisch die Listensicht, die Planteilsichten mit übernommen mit den ganzen Beschriftungen und wir haben sogar halt auch einen fertigen Plan vom Erdgeschoss fürs erste Obergeschoss sozusagen übernommen. Abschließend noch einen Schritt, den ich zeigen möchte jetzt. Ich wechsle da noch mal ganz kurz die Sichten. Ja, wir haben ja im Moment aus dem Erdgeschoss das ins erste Obergeschoss übernommen. Wenn es sich jetzt um Regelgeschosse handelt mit gleichen Geschossabmessungen, dann ist die Bauteilübernahme natürlich etwas einfacher. Dann muss ich da nicht so viel nacharbeiten. Das will ich jetzt auch einfach nochmal kurz vorstellen. Also im ersten Obergeschoss sind jetzt einige Änderungen schon vorgenommen worden und das soll jetzt ins nächste Geschoss, ins zweite Obergeschoss transportiert werden, übernommen werden. Auch hier entscheide ich, welche Geschossfolien ich jetzt hier berücksichtigen möchte. Das geht in diesem Fall um die Decke. Es soll nur die Bewehrung übernommen werden und das Ziel ist das zweite Obergeschoss. Jetzt bietet mir Vicado natürlich auch wieder Sichten halt an, die ich mit übernehmen möchte. Da entscheide ich jetzt einfach mal, ich möchte keine Sichten übernehmen, ich möchte jetzt nur die Bewehrung übernehmen. Das kann ja auch eine Vorgehensweise sein, dass wir sagen, okay, im ersten Obergeschoss alles fertig, übernehme jetzt mal die Bewehrung ins zweite Obergeschoss. Da sind ja so viele Änderungen vorzunehmen, dass ich dann die Beschriftung und die Markierung und sowas dann doch manuell mache. Dann brauche ich auch keine Sichten zu übernehmen. Ja, und dann haben wir halt die Bewehrungselemente, die Bewehrungsbauteile aus dem ersten Obergeschoss in die Decke über zweites Obergeschoss übernommen. Ja, damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich übergebe jetzt das Wort wieder an Herrn Löwenstein. Ja, vielen Dank, Kurt Graz, für diesen umfangreichen Vortrag. Wir sind ja ein bisschen so in der Spannung zwischen Präsentation und Schulung. Und wir haben sogar jetzt ein Element aus den Hausmessen wiederentdeckt, eine Preisfrage und eine Belohnung mit einer Stunde Online-Schulung. Schön, dass das auch in dieser digitalen Welt klappt. Wir werden am Ende dieser Webinar-Serie, Donnerstagnachmittag, nochmal auf einzelne Chat-Fragen eingehen. Wir werden Sie dort zu Wort kommen lassen. Und Sie können gerne jetzt auch die nächsten Webinare nutzen, um uns solche Fragen, solche Hinweise mit auf den Weg zu gehen. Und dann werden wir mit Ihren Fragen uns beschäftigen. Also nutzen Sie gerne auch die Chats über das Konkrete jetzt zu diesem Vortrag hinaus im Hinblick auf diese Abschlussrunde. Wir haben eben ganz klassisch einen Bewährungsplan erstellt. Und jetzt werden wir im nächsten Vortrag mit unserem Produktmanager Markus Oehlenschläger ein Fachmodell erzeugen, eben auch jetzt diese Bewährungsobjekte digital als Fachmodell dann wieder zurückgeben an unseren Architekten. Bitte schön. Der nächste Vortrag, wie angekündigt, wird sich mit den Fachmodellen beschäftigen. Das heißt, mit anderen Worten, parallel zu den klassischen Plänen erzeugen wir jetzt als Übergabeformat IFC-Dateien. Wir werden uns mit zwei Varianten beschäftigen. Und zwar zum einen, wir wollen die geplante 3D-Bewehrung exportieren, bereitstellen, damit Kollisionen geprüft werden können, damit auch geprüft werden kann, passt jetzt vielleicht meine Aussparung im Träger auch zu dem Bewehrungsobjekt.
Und die andere Variante wird sich mit den Attributen beschäftigen. Das heißt, wir wollen in Vicado den Bewährungsgehalt eintragen in die Bauteile, damit beispielsweise eine andere Person weiß, wie viel Bewährung wird gebraucht, wenn beispielsweise hier eine Ausschreibung durchgeführt wird. Wir werden dazu jetzt in das Vicado-Modell wechseln. Das Vicado-Modell, was Herr Graz genutzt hat, um die Pläne zu erstellen. Und in dem Modell hat Herr Graz auch letzte Woche die 3D-Bewährung geplant. Also diesen Planungsstand, diese Planungsgenauigkeit, die liegt uns vor und die können wir jetzt entsprechend nutzen. Wir sehen, wir wählen das Modell aus. Das ist das Modell, mit dem Herr Graz den Plan erstellt hat. Und wir gehen also jetzt einen Schritt weiter, gehen auf Öffnen. Und dann sehen wir hier beispielsweise hier in der Visualisierung den aktuellen Umfang der Planung. Auch da natürlich nochmal der Hinweis, wir haben jetzt in dem Embinar nicht jedes einzelne Bauteil komplett bewährt. Wir gehen hier auf das Prinzip und wir sehen also die Bauteile, die entsprechend bewährt wurden. Für den ersten Schritt, wir wollen genau diese Bewährungsobjekte exportieren, wählen wir uns jetzt eine neue Sicht. Wir gehen also in das Kontextregister. Wir gehen hier am einfachsten vielleicht auf eine Visualisierungssicht und ich nehme hier die Darstellung, farbige Darstellung. Als Namen geben wir hier eine sinnvolle Bezeichnung vor. Wir wählen jetzt Fachmodell Bewährung. Und wir sind hier in der Leistungsphase 5 und ich kopiere mir einfach mal den Namen noch weiter in die Bezeichnung. Und in dieser Embinar-Serie ist das nicht das erste Fachmodell, was wir erzeugen. Wir haben also alle Sichten, die eine Grundlage darstellen für den Export eines Fachmodells, gesammelt in einem Ordner. Das will ich hier entsprechend auch so ausführen. Und wir können direkt schon einmal hier oben beim Erzeugen dieser Sicht entscheiden, welche Bauteilkategorien wollen wir überhaupt darstellen. Und ich würde jetzt entscheiden, wir gehen erstmal auf keine und dann klicken wir einfach alle Kategorien aus dem Bereich Bewährung an. Mit OK wird die Sicht erzeugt. Und wir sehen also jetzt noch einmal zusammengefasst in einer Sicht alle Bewährungsobjekte, die entsprechend geplant wurden. Und damit ist diese Sicht unsere Vorbereitung für den IFC-Export. Das heißt, nachdem jetzt die Sicht angelegt ist, wir könnten natürlich im Nachgang auch noch über das Fenster Modell auf einzelne Elemente, was die Sichtbarkeit angeht, eingehen. Oder auch über Rechtsklick auf einzelne Objekte könnten wir auch noch die Sichtbarkeit steuern. Aber für unseren Fall passt es soweit und wir gehen damit in das Systemmenü Vicado. Unter Exportieren finden wir die Schaltfläche für den IFC-Export. Im nächsten Schritt, wie angekündigt, der gewählte Sichtbarkeitsumfang einer Sicht definiert den Exportumfang. Das heißt, wir können hier eine Sicht auswählen und wir bekommen immer die Sicht vorgeschlagen, die zuletzt als aktive Sicht gewählt war. Und in unserem Arbeitsablauf passt es. Wir sehen hier Fachmodell Bewährung bekommen wir vorgeschlagen. Im nächsten Schritt wählen wir den Dateinamen aus. Und im Standardfall bleiben wir natürlich hier bei unserem Dokumentenverzeichnis. Da sehen wir die bereits vorhandenen Fachmodelle. Fachmodell Bewährung Leistungsphase 5 wähle ich hier als Namen. Dann entscheiden wir uns für die Version und die Version ist eine Kombination aus Format IFC 4 und Model View Definition Design Transfer View. Also immer diese Einheit wählen wir aus, wenn wir im IFC-Format Informationen austauschen. Die Version alleine ist nicht aussagekräftig. Wir definieren immer zusätzlich noch eine Model View Definition. Wir können den Dateityp noch wählen. Ich bleibe hier bei IFC und als Autor nehmen wir natürlich den Tragwerksplaner. Nächster Schritt auf Weiter. Da können wir noch ein paar Attribute und Properties steuern. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen und damit klicken wir abschließend auf Fertigstellen. Ja, und Sie sehen, der grüne Balken beschreibt den Exportvorgang. Der Dialog verschwindet. Export ist damit abgeschlossen.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sieht denn diese Datei aus? Und über die Taskleiste gehen wir einfach nochmal zurück in den Projektmanager. Und hier im Bereich Dokumente sehen wir jetzt die Dateien, die im Rahmen der Projektbearbeitung hier entstanden sind. Wir haben uns jetzt einfach alle Exportdateien hier direkt unter Dokumente abgelegt. Sie können hier natürlich auch eine Ordnerstruktur anlegen, um das Ganze auch zu sortieren. Andere Möglichkeit, das hat Ihnen Herr Graz auch schon mehrfach gezeigt, in Vicado. Über einen Rechtsklick können wir hier auch eine Gruppierung erreichen. Und dann sehen wir also hier die IFC-Dateien, die bereits vorhanden sind. Und wenn wir einfach einen Doppelklick ausführen auf das Fachmodell Bewährung, dann wird jetzt der IFC-Viewer geöffnet, also Vicado IFC-Viewer. Diese Anwendung steht jedem von Ihnen in der MBWorksuite kostenlos zur Verfügung. Und das ist natürlich eine sehr wichtiges Werkzeug, wenn wir mit IFC-Dateien arbeiten. Denn es ist immer wichtig, dass wir das, was wir importieren, aber auch das, was wir exportieren, noch einmal prüfen. Denn auch hier nochmal der Hinweis, das IFC-Format ist immer zwischen verschiedenen CAD-Systemen der kleinste gemeinsame Nenner. Und eine IFC-Datei wird beim Import in das native Format umgewandelt. Und hier sehen wir ganz neutral und ursprünglich das IFC-Modell. Und da sehen wir eben unsere Bewährungsobjekte, die wir uns hier betrachten können. Die können wir natürlich auch hier entsprechend markieren und sehen dann die Eigenschaften, wie zum Beispiel den Durchmesser, das Material. Und eben dieses Fachmodell kann jetzt in einem BIM-Workflow jeder Fachplaner aus dem Projektraum zum Beispiel mit in seine Anwendung einblenden oder importieren, um eben zu prüfen, passt jetzt vielleicht meine Aussparung zu der Bewährung, passen die Planungen zusammen, gibt es hier Kollisionen. Ja, den Vicado IFC Viewer, den schließen wir und über die Taskleiste gehen wir wieder zurück in unsere Vicado-Anwendung. Das war der erste Weg. Wir haben die IFC-Objekte, Bewährungsobjekte exportiert. Als nächstes wollen wir Architekturbauteile exportieren, die wir bewährt haben und diese Bauteile mit weiteren Attributen, mit weiteren nicht geometrischen Informationen ausstatten. Hierzu erzeugen wir uns am besten wieder eine neue Sicht. Im Register Sichten klicken wir wieder auf Visualisierung. Und jetzt bleiben wir vielleicht bei der Standardoption und wir wählen hier entsprechend Geschosse aus. Wie schon erwähnt, wir haben jetzt in dem Beispiel nicht alle Geschosse bearbeitet. Das dritte Obergeschoss, das würde ich gern weglassen, das Dachgeschoss auch. Im Keller die Decke, die haben wir bearbeitet. Und dann wählen wir hier auch eine sinnvolle Bezeichnung. Das nehmen wir jetzt mal Rohbaumodellbewährung auch in der Leistungsphase 5. Und auch dieses IFC-Modell, das kommt in diesen Ordner mit den Fachmodellen dazu. Wir klicken auf OK und auch diese Sicht wird uns entsprechend erzeugt. Da sehen wir, da fehlt vielleicht ein Bauteil. Da gucken wir nochmal im Erdgeschoss beispielsweise hier bei der Standardfolie. Die nehmen wir uns mit dazu. Wir hatten den Haken eben gesetzt, dass wir entsprechend die Sichtbarkeit übernehmen wollen von der aktuellen Sicht. Und dann nehmen wir die Folie Standard mit dazu. Die Innenwände, die nicht tragend sind, die brauchen wir hier nicht weiter. Die Treppe nehmen wir auch raus und dann haben wir das Ganze noch im nächsten Geschoss. Da nehmen wir auch noch die Standardfolie mit dazu. Hätte ich auch gleich mit anklicken können, aber gut, so kriegen wir das auch hin. Beim Erdgeschoss machen wir das genauso. Standardfolie kommt noch mit dazu. Und die Mauerwerkswände, die klicken wir einzeln an. Rechtsklick, in Sicht unsichtbar schalten. So können wir also den Umfang steuern, den wir hier darstellen, übergeben wollen. Wir fehlen noch die Stützen, die hat Herr Graz in eine eigene Geschossfolie auch jeweils gesteckt. Die schalten wir uns hier auch noch mit zu. Und so wählen wir den Umfang, den wir entsprechend exportieren wollen.
Gut, damit hätten wir, was das Rohbaumodell angeht, den gewünschten Umfang ausgewählt. Und jetzt ist ja unser Ziel, dass wir die Bewährung als nicht geometrische Information transportieren. Und das machen wir folgendermaßen. Wir klicken hier unser Bauteil Decke im obersten Geschoss an. Sie sehen schon rechts das Kapitel Attribute. Das wird uns hier vorgeschlagen. Ist jetzt Zufall. Das war das Kapitel, was hier zuletzt ausgewählt war. Und hier sehen wir den Schalter Attribute bearbeiten. Wir sehen jetzt aktuell, gibt es hier drei Attribute. Das ist zum Beispiel hier das Attribut für das tragende Bauteil. Und wir sehen bei der Art IFC Property aus der Gruppe Property Set, das ist ja die Abkürzung Slab Common. Also das sind hier Attribute, die im IFC-Format standardisiert sind. Und genau solch ein Attribut wollen wir jetzt noch neu hinzubringen. Und dann klicken wir hier auf den Schalter Neues Attribut. Und Vicado bietet hier drei verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier ein neues Vicado-Attribut anlegen. Wir können auf ein bestehendes Vicado-Attribut zurückgreifen. Oder was wir jetzt machen, wir wollen auf ein IFC-Attribut oder eben auf ein IFC-Property, im Originaltext wird das so benannt, zugreifen. Ja, und wir sehen, das sind sehr viele IFC-Properties, die hier angeboten werden. Wir bekommen hier immer das Property-Set vorgeschlagen, was wir zuletzt verwendet hatten. Und wir sind jetzt nicht mehr beim Balken, sondern wir gehen hier weiter. Und da sehen wir zum Beispiel hier das Property-Set Concrete Element General, also das allgemeine Beton- oder Stahlbetonbauteil. Und da sehen wir eben Properties wie zum Beispiel die Expositionsklasse. Da können Sie sich bestimmt noch dran erinnern, letzte Woche haben wir damit auch schon gearbeitet. Aber ich nehme jetzt hier zum Beispiel den Bewährungsgrad bezogen zum Bauteilvolumen. Das wählen wir jetzt aus. Und können jetzt entsprechend hier eine Zuordnung treffen, beziehungsweise sind einige Felder jetzt passiviert. Denn das ist natürlich der Vorteil, wenn wir auf ein IFC-Property zurückgreifen, dass eben das Format, Gleitkommazahl, die Einheit Kilogramm pro Kubikmeter, das ist bereits im IFC standardisiert. Da gibt es dann keine Missverständnisse im Planungsprozess. Wenn wir ein eigenes Attribut anlegen, müssen wir natürlich schon mit allen Beteiligten darüber kommunizieren. Sind das jetzt Kilogramm oder Tonnen oder welche Einheit auch immer für ein Attribut gebraucht wird. Ja, und jetzt könnten wir natürlich hier von Hand einen Bewährungsgrad eintragen. Wir wollen das natürlich möglichst automatisieren und deswegen gehen wir auf diese Option Eingabe mit Variablen. Und jetzt sehen wir, für das selektierte Objekt gibt es einige Variablen, auf die wir zugreifen können. Und wir sehen hier beispielsweise jetzt hier die Variablen, die mit G anfangen und da gibt es verschiedene. GV, zum Beispiel Stabstahl, das wäre dann also die Bewährungsmenge für Stabstahl bezogen zum Bauteilvolumen. Wenn wir das also differenziert betrachten wollen, Stabstahl und Matten, dann können wir das hier ausführen. Wir nehmen jetzt passend zu diesem IFC-Property, zu diesem Attribut, nehmen wir die Variable Bewährung gesamt, also sowohl Stabstahl als auch Mattenbewährung. Ja, dann steht diese Variable hier drin. Und dann klicken wir auf OK und dann sehen wir also hier schon direkt in dieser Liste den Bewährungsgrad. Wir haben hier eine Flachdecke, die haben wir relativ hoch bewähren müssen, damit der Verformungsnachweis durchstanzen, dass das alles, Querkraftnachweis, dass das alles funktioniert. Also ein relativ hoher Bewährungsgrad, den wir hier mit eintragen. Vielleicht noch mal zurück, wir gehen noch mal auf Attribut bearbeiten. Wenn wir noch einmal ein weiteres Attribut anlegen wollen, wir sehen jetzt noch mal bei den IFC-Attributen, gibt es jetzt zum Beispiel kein Standard-Property, was die Gesamtbewährungsmenge betrifft, weil jetzt müssen wir ja immer noch den Bewährungsgrad mit dem Volumen multiplizieren, damit wir wissen, wie viel Bewährung brauchen wir insgesamt. Und wenn ich jetzt eben auch diesen Bewährungsgrad, die Bewährungsmenge transportieren will, dann kann ich uns auch einfach mal ein neues Vicado-Attribut anlegen.
Es gibt hier standardmäßig die Gruppe Allgemein. Ich nehme jetzt mal noch eine Gruppe Bewährung und nenne dieses Attribut jetzt Bewährungsmenge. Vielleicht schreibe ich es richtig. So ein kleines Hobby von mir, immer mal so ein paar Buchstaben zu vertauschen. Also Bewährungsmenge wollen wir hier als Attribut anlegen. Und dann nehmen wir uns hier noch die Variable. Wir nehmen natürlich noch den passenden Typ. Das ist auch eine Gleitkommazahl mit der Einheit Kilogramm. Und dann nehmen wir uns jetzt die Variable G, Bewährung Gesamt. Und dann können wir natürlich auch noch direkt die Bewährungsmenge für dieses Bauteil hier entsprechend als Attribut eintragen. Klicken wir auf Übernehmen und damit ist diese Eigenschaft hier mit eingetragen. Das ist jetzt nur eine Decke, wo wir das zugefügt haben, deswegen die ist noch markiert. Deswegen gehen wir ins Register Start und wählen hier die Option Übertragen aus und wollen das natürlich jetzt auf die weiteren Deckenbauteile übertragen. Und hier müssen wir jetzt überlegen, Eigenschaften, die wir übertragen können. Wir sehen hier alle, die möglich sind. Wir klicken erstmal auf keine, denn uns interessieren die Attribute. Und auch hier wichtiger Hinweis, rechts über den Schalter Details könnten wir jetzt sogar noch ganz gezielt uns für die zwei Attribute entscheiden. Die anderen sind ja schon da in den Bauteilen, die sollen jetzt noch mit dazu. Und das war die erste Decke, die auch und die genauso. Ja, zur Wiederholung machen wir das noch ganz kurz hier exemplarisch für diese Wände an der Treppe. Nochmal in das Register Attribute. Wir gehen auf Attribut bearbeiten, legen uns ein neues Attribut an. Wir beginnen wieder mit dem IFC-Attribut. Das Property Set, also diese Gruppe an Attributen, wird uns vorgeschlagen. Und dann nehmen wir genau dieses Property, Bewährung, Volumen bezogen. Gleitkommazahl vom Typ ist damit festgelegt, die Einheit. Dann holen wir uns noch die gewünschte Variable. Und wenn wir auch wieder die Gesamtbewährungsmenge eintragen wollen, weiteres Attribut. Jetzt können wir auf das Bestehende zurückgreifen aus dieser Gruppe Bewährung. Das haben wir so einmal angelegt. Das wird von Vicado verwaltet. Und auch hier holen wir uns die gewünschte Variable und haben damit dieses Attribut mit dem Bauteil verknüpft. Und auch hier noch einmal über das Startregister gehen wir auf Übertragen und packen das natürlich auf die weiteren Wände drauf, also speziell diese zwei neuen Attribute für die Wand und für die anderen weiteren Wände natürlich genauso. Ja, jetzt kommt der Schritt Exportieren. Wir klicken wieder auf das Systemregister hier oben, gehen auf Exportieren, wählen wieder IFC aus. Wir bekommen wieder die Sicht vorgeschlagen, die zuletzt aktiv war. Das passt auch hier. Und wählen eine Bezeichnung. Bewährung Leistungsphase 5. Es ist natürlich immer noch, wir bleiben bei der Version IFC 4 Design Transfer. Wir sind immer noch der Tragwerksplaner. Und bei den Attributen sehen wir zum Beispiel hier diese zusätzlichen IFC-Attribute. Wenn wir den Haken setzen oder den gesetzt lassen, dann ist eben dieses Property mit dem Bewährungsgrad mit dabei. Und die Vicado-Attribute, dann ist eben die Bewährungsmenge, was wir manuell erzeugt haben, mit dabei. Der letzte Haken importierte, wir könnten dann auch entscheiden, das, was wir einmal importiert haben, was wir eigentlich gar nicht weiter hier verarbeitet haben, das könnten wir auch beim Export weglassen. Ja, und damit haben wir das Ganze entsprechend exportiert. Bevor wir jetzt Vicado verlassen, noch ein kurzer Blick in unsere Sicht zurück, Fachmodell Bewährung. Wenn wir uns hier nochmal eine Verlegung anklicken und markieren, dann sehen wir in den Eigenschaften, in Vicado kennt jede Bewährung, jede Bewährungsverlegung
eine Zuordnung zu einem Architekturbauteil. Und damit sind wir überhaupt in der Lage, diesen Bewährungsgehalt so einfach zu erzeugen und zu exportieren. Sie könnten auch manuell hier eingreifen, wenn Sie sagen, naja, die Bewährung, die will ich noch zu dem anderen Bauteil, vielleicht gerade bei Bauteilübergängen, wenn Sie an Anschlussbewährung denken, könnten Sie auch manuell eingreifen. Aber im Standardfall macht es Vicado automatisch über die Geometrie das Erkennen. Ja, wir gehen noch einmal in den Projektmanager. Hier taucht natürlich jetzt auch das weitere IFC-Modell Rohbau, Bewährung auf. Und da gerade noch einmal ein letzter Blick, wenn wir jetzt hier ein Bauteil markieren. Gleich ist das Modell geladen. Klicken unsere Decke an, dann sehen wir natürlich genau hier unsere Vicado-Bewährungsmenge oder aus dem Property Set der Bewährungsgrad. Und mit diesen Informationen kann dann natürlich eine andere Planung erfolgen. Damit bin ich am Ende angekommen dieses Vortrages. Wir haben zwei Varianten betrachtet und gebe das Wort zurück an Herrn Löwenstein. Ja, vielen Dank, Markus Oehlenschläger. Wir sind jetzt am Ende der Leistungsphasen, ne? Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung. Was jetzt noch weiter in dieser Webinarserie folgt, das sind Variantenbetrachtungen. Vielleicht gab es noch mal so eine Idee, dass wir im Keller doch eine Tiefgarage einplanen wollen und dann brauchen wir auch eine Zuwegung, eine Rampe. Und wie kann man denn in Vicado eine gekrümmte Rampe konstruieren und wie wird so etwas überhaupt bewährt? Ein Feature, was auch neu jetzt dazugekommen ist in dieser Version, spannende neue Funktionalitäten, das werden wir heute Nachmittag sehen. Und dann werden wir auch am Donnerstag weitere Varianten uns anschauen. Einmal, wie sieht es aus mit vielleicht einer Umplanung im Erdgeschoss, wenn eine Stütze entfernt wird und wir müssen einen Lastabtrag umleiten, müssen einen wandartigen Träger einplanen. Wie geht dann ein Strukturmodell, eine Berechnung mit einer solchen tiefgreifenden Änderung um? Wie werden wir hier unterstützt? Oder wir sollen eine Alternative untersuchen, nicht in Stahlbeton, sondern jetzt in Brettsperrholz. CO2-Bilanz ist ein großes politisches Thema weltweit. Und wie können wir an dieser Stelle schnell mal eine Alternative mit einem anderen Werkstoff berechnen? Das sind Dinge, die wir jetzt heute Nachmittag und dann auch am Donnerstag uns vornehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder um 14 Uhr dann mit dem Thema Variante Zufahrtsrampe.